Alles klar, bei mir steht Peter Lohmeier. Großes Spiel gemacht erstmal, Respekt. Woher haben Sie die Fitness, woher haben Sie die saubere Technik? Ja, ich war, also ich habe mal Hallenhandball gespielt. Ja, spiele ich auch. Oh, gut. Und man, dadurch hat man vielleicht eine Art von Übersicht und Ballgefühl. Dann habe ich mal dreiviertel Jahr beim VfB Stuttgart gespielt, das war, da war ich 12. Und dann habe ich mit Mopeds und Mädels mehr interessiert. Und diese Zeit quasi, sagen wir mal, von 13 Jahren bis heute, ich weiß auch nicht, so autodidaktisch mir angeeignet, was, aus mir etwas werden können, das habe ich so ein bisschen das Gefühl. Sag ich so ein bisschen auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite, könnte ich jetzt Manager sein oder was soll ich sonst machen? Also irgendwie, aber ich kicke halt jede Woche und habe Spaß dran. Ja, aber nicht nur Sie sind ein großes Talent, wir haben auch einen großen Keeper gesehen in der zweiten Halbzeit bei euch. Ein Wort zu Tim Mälzer, ein Riesentyp. Ja, absolut. Und der ist auch wirklich schnell und denkt man gar nicht bei seiner Körperfülle. Und macht auch immer Spaß zu spielen, auch wenn er immer sich leisten kann, eine zu rauchen. Ich glaube, er hat heute im Tor wieder eine geraucht. Ich weiß gar nicht. Er hat gegrillt. Er hat immer irgendwas drauf, aber es macht große Freude. Und vor allen Dingen wird er auch nie einen Ball umsonst durchlassen. So. Und das ist gut irgendwie. Nicht so hier Benefits, Kick und lasse mal so einen rein. Nee, der ist dabei und man hat Spaß zusammen. Ja. Eine letzte Frage noch. Gab es in der Halbzeit ein Donnerwetter, eine Ansprache von Neururer? In der ersten Halbzeit war der nicht so stark, in der zweiten lief es besser. Ja, es gab nicht nur von Neururer eine Ansprache. Auch ich als Kapitän muss da Verantwortung zeigen und habe die Mannschaft wachgerüttelt. Und deshalb hat das dann auch alles geklappt. Alles klar, dann jetzt auf die Tür. Ja, Dankeschön.